Ich selbst bin niedergelassener Kollege in München, Spezialist für ästhetische Zahnheilkunde der DGEZ und habe mich sehr eingehend mit dem Thema Schönheit und Ästhetik, ästhetische Zahnheilkunde beschäftigt und möchte Ihnen in diesen vier Filmen eher einen allgemeinen Überblick über die Grundlagen geben. Ich meine, der Zahntechniker, der es schafft, ein solches Gebiss so herzustellen, als Prothese oder als künstliche Zähne, dass es doch noch schön und natürlich wirkt, der hat alles erreicht, was er erreichen kann. Denn die Individualisierung, die Charakteristik, die kleinen Risse und Flecken und Fehlstellungen, das ist etwas, das kann man immer noch dazu packen. Aber das ist das Wesen von Zähnen. Und an diesen Regeln müssen wir uns halten. Ich bin da sehr systematisch. Ich halte Zahnästhetik nicht für eine Kunst. Denn wenn sie Kunst wäre und von meinem Talent abhänge, dann bin ich heute gut und morgen vielleicht nicht so gut drauf. Wir können hier wirklich systematisch eine Verschönerung betreiben.